Wir suchen einen Transistor. Jetzt habe ich aber Angst, dass es doch die Zeit umgeht. Guck mal, die wollten ihn verprügeln, haben sie nicht gemacht. Jetzt muss ich stattdessen Radio suchen. Warum fällst du ins Koma? Ja, ins Koma, wenn es so spät ist, dann ist er müde. Guck mal, die sprayen. Ey, was ist denn hier los? Ja, du hast doch auch gerade ihre ganzen weißhändigen Freunde verprügelt. Die haben alle weiße Hemden, ne? Das ist alles wie bei Die Welle. Mit Jürgen Vogel. Morton Rue. Brennt der gerade? Nein. Ich soll alles wieder brennen. Ich hab ein Rubberband protected. Ein Gummiband. Guck mal, jetzt wäre ich eh hier hingekommen und hätte die verprügeln müssen, weil jetzt hätte ich hier hingehen müssen, um den Transistor zu füllen. Ja, das finde ich immer nicht so richtig. Also, ich als Lehrerin muss sagen, finde ich nicht. Nicht da hoch, da durch die Maueröffnung. Maueröffnung? Rechts, neben dem Container. Da, wo der Typ ganz entspannt durchflaniert. Alles wird ziemlich Waypoint-mäßig gemacht, ne? Ja. Gegenteil von Breath of the Wild. Finde einen Transistor. Suche irgendwo in der Stadt. Oh, du hast zufällig einen auf diesem Dach gefunden. Aber nur einen von sechs. Was noch mehr? Okay, auf zum nächsten Kreuz. Nee. Take it to the hobo. Verdammt! Gut. Nein! Musst du von vorne machen das? Ja! Mit zum Hobo laufen? Ja! Was ist der Hobo? Der Obdachlose. Bro, wofür steht eigentlich Bo? Wofür steht Hobo? Homeless Boundaries. Ich hab keine Ahnung. Geh doch jetzt erstmal schlafen. Weißt du? Ja, es ist doch locker. 10 nach 10. Ich hab um 8 angefangen und jetzt ist es 10. Ja, noch bis 1, 2. Aber du weißt doch nicht, wie lange das noch geht. Wenn ich dem Hobo das Ding... Geht's ja vielleicht noch weiter. Dann kommt aber eine Katze und dann wird... Ach, okay, ich geh schlafen. Aber dann ist wieder Unterricht. Du bist doch jetzt auch schon im Dorm, Alter. Ich hab aber ein bisschen Sorge, dass hier der... Wo ist mein Bett? Weiß nicht, ob ich auf der rechten Seite... Nee, das ich auch. Vielleicht auch auf dieser rechten Seite. Ja, dann kann ich auch noch nicht schlafen. Ich kann noch nicht schlafen gehen. Doch, du kannst doch aber vor allem in deinen Raum reingehen. Und dann mit Klamotten. Ja, du wirklich nichts von deiner Familie. Nee. Das ganze Spiel über. Trägt er die gleichen Klamotten. Na, man kann sich umziehen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Vielleicht bist du noch weniger verprügelt. Wenn ich so stinke. Das ist ja tedious. Go cry to the teacher. Okay, mal gucken, ob wir jetzt in diesem zweiten Bulli-Video dieses Tages etwas schaffen. This is gonna be fun. Ich glaube nicht. Warum genau entscheiden sie sich dagegen, den irgendwie zu quälen? Da musst du nicht hin. Wer entscheidet sich, wo die gegen wen zu quälen? Na, diese beiden Jungs, Gary und Petey. Ach, weil der dann da rumfuchtelt und dann ja, kriegen sie doch wieder ein bisschen Schiss. Rumfuchtelt? Wie üblich, ne? Die Tough Guys gehen da hin und wollen ihn verhauen und dann... Große Klappe und so. Ja. So. Meine Hände riechen sehr gut. Würdest du mal riechen? Noch nicht. Noch? Ich bin ganz erstaunt. Aber hier ist das Rubberband denn eigentlich, dass ich... Was interessierst du dich denn für die Rubberbands? Das ist eine ganz gute Frage. Guck mal hier, Hobo-Moves. Ja, das ist doch klar, dass er dir gleich Sachen beibringt. Hat er doch gesagt. Aber Gym-Class hat... Waren das sechs Hobo-Moves? Dann ja. Kriegst du vielleicht für jedes Transistor... Naja. Für jedes Transistor-Teil ja. Kriegst du wahrscheinlich einen Move. Richtig. Aber wahrscheinlich... Okay, dann verstehe ich doch. Dann ist das dafür da, dass ich das einmal lerne. Mhm. Und danach kann ich die Welt free roam und sie einfach wirklich finden. Aber das hätten sie trotzdem anders lösen können, als mit, wir zeigen dir den Waypoint hier. So, stirb eines sehr, sehr langsamen, qualvollen Todes. Well, I'm pretty good with
Wenigstens geht es jetzt schnell, wenn man weiß, wo man hin muss. Und jetzt verprügeln die mich doch alle nicht mehr, also hätte ich wahrscheinlich diese ganze Schlägerei mir ersparen können. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass du das immer sehr heraufbeschwörst, diese. Aber ich glaube, es war bei dem Pidi und dem anderen Heini da war. Ja, das kann sein. Jetzt bitte nicht darunter fallen. Es regnet. Kannst du jetzt nicht klettern. Wie weit bist du? Ah, ich könnte straight zu Ganon, aber irgendwie. Hast du alle vier Dungeons? Ja. Schon lange eigentlich, also länger. Ich bin noch nicht mal beim zweiten. Ich bin grad, doch, ich bin jetzt im zweiten. Ich habe auch das Masterschwert. Aber irgendwie kann ich mich noch nicht dazu durchringen. Thanks, Kid. You're one of the good ones. Mal gucken, was er dir jetzt für geile Army-Special-Sachen zeigt. Aber Cut! Was? B und schütteln. Wenn du B gedrückt hältst. Das sieht doch gut aus. Du hast den Uppercut unlocked. Gut. Und jetzt kannst du free roam. Biology 1 oder Safe Energy? Dann wollen wir jetzt mal Biologie unternehmen. Ja, jetzt machen wir ein bisschen, jetzt müssen wir ein bisschen was lernen. Ab in die Schule. Das hat ja völlig unnötigerweise. Employees auch. Völlig unnötigerweise viele Leute verprügelt. Jetzt können wir auch mal was für unser Gehirn tun. Oh, es ist schon 9:30. Geht das nicht um 9 los? Weil man hat immer eine ziemlich gute Spanne da. Also, Biologie, liebe Kinder. Ist das jetzt ein Minigame? Ein biologisches Minigame? Ja, Unterrichtsstunden sind alle Minigames. Nicht in Kriteria. Englisch? Aber hier ist schon wieder das. Ich verstehe das nicht. Nochmal, warte mal. Ich verstehe die Maps nicht. Geh mal in Englisch rein. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Jetzt hast du dir schwänzt du gerade. Ja, aber es wird nicht angezeigt, wo die Biologieklasse ist. Und warum blinkt er? Warum wird alles ausgeblendet, außer das Ding? Ja, das verstehe ich auch nicht. Drück jetzt nochmal bitte. Ach, guck mal, hier. Jetzt bin ich hier oben. Ach, vielleicht das heißt, ich muss den Stockwerk höher gehen. Ja, das ist ein Pfeil nach oben, Mann. Das heißt, ich muss mit LG auch höher gehen. Ja. Ah. Richtig. Verdammt. Ja, guck mal, haben wir was gelernt. Ja, wie blöd, dass wir da jetzt erst drauf kommen. Pfeil nach oben, Mann. Pfeil nach oben, ja. Ich hab doch schon vorhin gesagt, das ist ein komisches Zeichen für da musst du hin auf der Karte. Scheiße. Complete the dissection as accurately as possible. Select identify, hold A, use. 1, pause, 2, information. Also das ist die Information. Du musst wahrscheinlich die Arme abschneiden, die Füße. Ich muss die erstmal pinnen. Ne? Ach ja, stimmt, pinnen. Pinnen ist ein Scheiß. Wie ist das, wenn du nicht das auf einer Konsole mit einer Wiimote spielst? Musst du das dann alles mit dem Controller machen? Wahrscheinlich. Use Skype. Okay. Skype, hey. Ja, Scheiß. Zwei runter. Geh zum Skype, hey. Ich kann das nicht. Jetzt von oben gerade runter. Hast du sowas mal gemacht? Nein. Ich bin nicht in Amerika zur Schule gegangen. Das gibt's durchaus auch. Jetzt noch den Hals. Ja, hast du das mal gemacht? Nein. Aber in manchen Klassen wurde das gemacht. Auch so mit Rinderaugen. So. Bei uns an der Schule? Ja, auch stimmt. Schweineaugen. Sehr ekelhaft. Sehr interessant. Ich hätte das auch ganz gern gemacht eigentlich. Ich habe das in allen möglichen gemacht. Küken zum Beispiel. Küken? Ja, kleine Babyküken, die noch warm waren. Oh Gott. Und der ist halt hart. Oh Gott, ich muss das Skalpell und das Herz benutzen. Ja. Der mit der
auf der PS4 aber ein bisschen besser das Spiel. Du meinst mit so einer HD-Grafik. Achso, ich dachte, du meinst mit einer Steuerung wie Surgery Simulator. Nee. Was war's jetzt? Ein Stormer, auch noch. Halt zurück, 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 zurück. Bei uns sollte das gemacht werden mit Rinderaugen, aber genau als das war, da war ich in der 10. Klasse, war BSE-Alarm gerade. Deswegen wurde unserer Schule keine Rinderaugen geliefert. Frechheit. Und andere Türen sind immer nicht eingefallen. Nee, offensichtlich nicht. Da hätten sie keine Connection zu anderen Tierhändlern außer von Rindern. Das können sie in Testings. Oh Mann, das wird ja immer krasser hier. Ich glaube auch, das ist so ein Komm so weit, wie du es schaffst in der Zeit. Und guck mal, 86% hast du schon. Remember, slow and steady wins the race. Das ist bestimmt krass, was du gespürt. Oh. Das schaffst du. Remove it. Yeah. Erstmal eine 1. Ich sag ja, das so 1 bis 5, ja, stimmt, die haben ja auch keine 1 bis 5 Noten System, so wie niemand anders das auch hat. Muscle Shirt Unlocked. Gut, das ist deine Belohnung dafür, dass du Biologie erfolgreich besucht hast. Ja. Du kriegst ein Muscle Shirt. Ja. Gute Schule. So, Stats. 2,96%! Gottes Willen. Oh Gott, jetzt kann ich nur noch Self-Algy machen. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht! Punk! Wir sind jetzt die Stars in Buddy! Richtig, durch vereinte Kräfte. Ja. Aber ich habe nicht so viel beigetragen, muss ich sagen. Aber ich bin so ein bisschen, ich bin so der gute Geist auf deiner Schulter. Ja, du hattest auch schon die Ahnung vorhin. Ja, das hat dir ja gar nicht geholfen, weil das hat, ja, ist ja dabei geblieben. Aber trotzdem, das war so ein Denkst mit. Ja, das stimmt. Bringt nichts, aber. das war. Du bist Frank, kleiner sprechender Papagei, der auf der Schulter sitzen darf. Frank? Ja. Frank, weil wegen Frank, weil ich so ehrlich und offen bin? Nein, Mykononchef. Frank? Heißt das doch nicht der kleine sprechende Papagei, der bei mir auf der Schulter sitzen darf? Bei Märchenman oder was? Da heißt Frank der Papagei. Ja. Darüber möchtest du reden, aber nicht mit New Girl. Aber Mykononchef ist okay. Du hast. Wo sind deine Grenzen, mein Freund? Ich durchschaue das noch nicht so ganz. Ach, das ist einfach, wer ist deine Lieblingsfigur? Das ist wie, nicht so gut wie... Ich habe nicht gesagt, wer ist deine Lieblingsfigur, ich habe gesagt, wer ist der Beste. Ach ja. Und ob du in Zooey Deschanel verliebt bist. Ja, hab ich nicht. Hast du gefragt, warum nicht? Ja. Was ist denn das für eine Frau? Lass den in Ruhe! Hier, aber weil er ein Sisi ist. Wie bitte? Weil er ein Sisi ist. Warte mal, das war früher gedacht. Ist das jetzt ein Gag, weil die eine Frau Sisi heißt? Ja, die andere. Nein, das meine ich. Deswegen ist er nicht in... jetzt heißt sie schon. Das glaube ich aber nicht. Das ist nicht sein Typ. Ja, attraktiver ist die schon, weil das so wie schon, ja. Find ich nicht. Nee, finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ja, bin ich mir auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von Zooey Deschanel. Die ist mir zu doll. Weißt du? Ja, das kann ich mir nämlich voll vorstellen. Also ich wundere mich immer wieder, wenn ich mir Folgen angucke, dass du diese Serie nicht mega scheiße findest. Nein, die ist nett, weil die hat guten anarchischen Humor und das ist alles ein bisschen anders als dieses. Das ist schon ganz gut, die Serie. Hoch! Ja! Komm, LG. Don't wet yourself. Let's go upstairs. Weißt du, dieses Spiel mit den super krassen, exakten. Waypoints, das war doch klar, dass das. Du? Keep the bathroom clear. Elgenon? Achso, LG heißt Elgenon. Das ist nicht für ein Name. Meinst du, er wird deswegen. Oh, mach ihn weg! Und versuche es möglichst leise zu machen, weil er kann nicht, wenn es so laut ist. Are you hurting yet?
Das war ein Uppercut. Okay, ja! Er sagt dasselbe, als wenn er sich einlässt. Ja. Stolz. Sie ist fertig. Ich wasch meine Hände. Take all die Tools locker. Ja, der hat die ganze Zeit seine Hose auf, weil er so dick ist. Ich kann auch jetzt zum Music Class gehen, aber das mache ich natürlich nicht. Wenn er die Hose offen hat. Ja, eigentlich schon, ne? Guck, wir sind kein Bulli. Aber wir haben Bulli-Respect minus 10. Dollar. Davon Nerd-Respect plus 5. Na, wir haben eben auch schon Nerd-Respect gewonnen, als wir die Football-Leute abgeschossen haben. Stimmt. Also wir werden zum König der Nerds. Der, wo ist denn hier unser Respect? Alter. Alter, kann man hier viel Scheiße. Spielt hier gar nicht, ne? Wir haben nicht sehr viel gemacht, ich kann das aus dem Kopf sagen. Wir haben zweimal plus 5 Nerd Respect und einmal minus 5. Jetzt waren wir Music Class, Pong. Ja, endlich. Da sind wir nun wie geschaffen für. Speichert er eigentlich automatisch oder muss man das? Davon würde ich ausgehen. Aber bevor wir ausmachen, gucken wir trotzdem nochmal nach einer Option zu speichern, aber bestimmt. Guck mal, hier ein gebartigtes Shirt. Ein Glück. Miss Peters. Play along with the song. Ach, das haben wir auch schon mal gemacht. Ja? Ja. Aber mit Trommel. Nicht mit so einer Kugelglocke. Wow, das ist ein Spielelement. 39%. Das ist einfach und das soll auch einfach sein. Ja. Das ist hier Music One. Aber ich dachte, er soll so ein Typ sein, der voller Loser ist. Ja. Ja, er ist ein Loser so auf der sozialen Ebene. Das heißt ja nicht, dass er nicht musikalisch Genie sein kann. Und ein biologisches. Ja. Eigentlich ist er natürlich der Held, der alles gut kann. Yes, 100%. Jetzt schon? Ja. Oh, mit einer Glocke. Große Strafe. Nerd Respect plus 200. Great job. Pink Keyboard Shirt. Echt geil. Gutes Konzept, gutes Lernkonzept, dass man für gute Schule. Dass man für gute schulische Leistung geile Klamotten geschenkt bekommt. Ich kann tatsächlich nicht saven. Nee, er macht das automatisch. Restart, okay. Willst du schon aufhören oder warum guckst du jetzt schon? Nee. Hobo Moves Uppercut. Mach mich in Ruhe. For me. Defend Bucky und that bitch. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Defend Bucky, das gibt bestimmt noch mehr Nerd-Respekt. Willst du richtig der Nerd-Respected Typ sein? Das ist auf jeden Fall, sind wir näher dran, auf jeden Fall. Okay, im nächsten Video verteidigen wir Bucky. Bucky, hm? Bucky von Dings, alles klar. Er ist Bucky von Dings. Na, ich darf nicht ist über solche Sachen reden. Noch läuft das Video. Jetzt wird es gleich nicht mehr laufen.